Sie nennen sich Gold Diggers, Edelweißsondler oder Sondelfuchs. Jedenfalls sind alle bei den Schatzsuchermeisterschaften sondelsüchtig. Und dann wird's ernst. Auf die Schätze. Fertig. Los. Rund 300 Sondengänger suchen nach 1240 Wertungspunkten. Nach einigen Sondierungsgesprächen im Vorfeld begleiten wir Manfred Klöckner aus dem Westerwald. Treffer, da klebt sie schon. Denn der Schatzsucher von der Detektorgruppe Rheinland-Pfalz Nord findet immer was. Für die Meisterschaften zählen aber nur solche Goldpunkte. Ja. Ein Punkt. Taktik gibt es da keine, da ist mehr Glückssache. Gerade auf so einer Rallye kann überall liegen. Einfach drauf los und alles graben, was ein Signal gibt. Als besondere Schätzchen sind auch vier echte Goldmünzen vergraben, die der Finder behalten darf. Gold! Auf der Riesenwiese in Rheinsfeld ist tatsächlich auch unser Schatzsucher einer der vier Glücklichen. Hat schon gelohnt. Er ist eben ein echter Goldjunge. Er hat im Westerwald schon einen richtigen Goldschatz gefunden, den er hier mit dem Landesarchäologen Peter Henrich präsentiert. Zu sehen gibt es noch andere Funde rheinland-pfälzischer Sondengänger. Man weiß nie, was man findet. In dem Fall war es 10 Goldmünzen. Schon ein Highlight. Für mich, für die Archäologie eher weniger. Aber ja, ich freue mich heute noch darüber. Gold ist für den Finder immer sehr interessant, ist sehr wertvoll, aber für uns Wissenschaftler nicht unbedingt immer das Spannende. Was Sie hier haben, sind auch diese kleinen Bronzemünzen, die kommen von der Höhenbefestigung aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Wir haben dort festgestellt, dank der Hilfe der Sondengänger, dass dort auch Münzen eingeschmolzen wurden, um Bronzegegenstände herzustellen. Die Landesarchäologen wollen allerdings nicht, dass jeder in den Wald rennt und drauf lossucht. In Rheinland-Pfalz braucht man dazu eine Genehmigung. Auf Außenstehende wirken die Sondler vielleicht wie Sonderlinge, aber Schatzsucher sein hat eben auch einen ganz besonderen Reiz. Wenn man einmal einen schönen Fund hatte, kann man die Nase nicht voll genug kriegen. Man will ja immer mehr, immer mehr. Wenn man einen absolut geilen Fund hatte, den will man ja natürlich toppen. Es ist fast schon eine Sucht, diese Sucherei. Ein Hobby zum Niederknien. Ein Hobby, bei dem jeder weiß, wer sucht, der findet.